So, einer verabschiedet sich heute aus unserer Sammlung. Und zwar er hier. Wir haben den kleinen Smart verkauft. Ja, ich weiß, ich mache es gerade schon. Einen wunderschönen guten Morgenwünsche draußen, meine Lieben. Gleich vorneweg, heute ist mein persönlicher Schlumpi-Day. Ich weiß nicht, ob ich heute auf meinen bequemen Klamotten rauskomme. Wie Krause. Alexa, stopp! Ich habe heute nichts zu tun. Nichts zu tun im Sinne von, ich muss groß raus oder irgendwas. Und dazu kommt noch, dass mir die Haare gerade nicht gefallen, im Sinne von, sie sind arg angeklatscht. Klar, ich könnte jetzt duschen gehen und mich dann wieder aufbrezeln und bla, aber nö. Einfach schlichtweg nö. Bei mir steht heute, ich habe gerade mega Schiss, dass ich irgendwo einen Vogel im Haus habe. Ich schwöre euch, das hört sich mega so an. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Es hört sich wirklich original so an, als wenn ich hier irgendwo. Warum kommen denn aus dem Pampasgras hier? Ach Quatsch, aus dem Zebra-Ding ist auch so eine Wedels raus. Ist ja komisch. Wieder zurück zum alten Standpunkt. Ich habe heute keine Außentermine, Auswärtstermine meine ich. Genau, und eingekauft habe ich eigentlich auch im Großen und Ganzen. Das Einzige, was eventuell fehlt, nee, fehlt auch nicht. Also rein theoretisch muss ich heute gar nicht raus, außer die Kinder abholen. Ich fühle mich voll verarscht. Hört ihr nicht auch die Vögel? Ich würde schon sagen, was die draußen sind. Okay, gut. Jetzt habe ich euch da ein Buch schon voll gequatscht mit nix, ey. Ich gönne mir jetzt auf jeden Fall meine Tasse Kakao und werde heute mich nicht aufstrapsen und werde jetzt hochgehen arbeiten. Ich habe ganz, ganz viele Mails, die ich machen muss. Also nicht nur für mich, sondern halt auch die von Anne. Und das werde ich jetzt gleich mich ransetzen. Deswegen haue ich mir jetzt hier meine Tasse voll. Und dann geht's los. Weil von nichts kommt bekanntlich nichts. Dann kriege ich hier gerade von meinem Terminkalender die Nachricht, was heute alles ansteht. Das ist aber auch alles gar kein Problem. Alles zu regeln im ungemachten Zustand. Zudem, dass ich ja heute den ganzen Tag zu Hause bin und meine Zeit ins Haus investieren kann, Wäsche waschen kann und arbeite, mich ums Mittagessen pünktlich kümmern, weil die Kinder natürlich immer mega den Kohldampf haben, wenn sie nach Hause kommen. Das heißt, ich habe jetzt so ungefähr effektiv 4-5 Stunden Zeit zum Arbeiten, was ich jetzt machen werde. Jetzt gehe ich schnell ins Büro. Ich glaube gar nicht, wie mein Schreibtisch aussieht. Voll gestopft mit Arbeit. Ich zeige euch das mal kurz. Oh, Jesus, guckt euch das mal an. Das sind alles Retouren, Überweisungen, Ummeldepapiere. Also, ja. Weil wir so viel umgemeldet haben. Wir haben die Firmen umgemeldet. Wir haben die Banken umgemeldet. Da kommt so viel Papierkrams. Gut. Mein Ziel ist es heute, meinen Schreibtisch leer zu bekommen und alle Mails zu machen. Und Wäsche. Und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mir schon wieder viel zu viel vorgenommen. Egal.
So, ich fange jetzt erstmal an. 8.31 Uhr, los geht's. Ich habe den Schreibtisch jetzt noch nicht geschafft. Ich muss nachher weitermachen, weil mir läuft die Zeit davon. Ich habe die ganze Zeit nur am Mails gesessen. Was ist das jetzt hier für alles? Achso, das habe ich storniert. Eine Bestellung. Ich wollte eigentlich schon längst das Mittagessen fertig haben. Wir haben es jetzt 13 Uhr. Ich habe jetzt quasi noch 20 Minuten Zeit, bis ich die Kinder abholen muss. In 20 Minuten könnte es sein, dass ich das Essen schaffe. Heute gibt es doch meine Senfeier, die ich mit seit weiß ich nicht wie lange geplant habe. Oh, was ist denn hier los? Wird hier mal ein bisschen dunkel. Ich war mega fleißig. Ich mache mal lieber auf Kippe. Diese Verriegelung. Genau, ich werde jetzt mir einen großen Topf nehmen und dort das Essen drin machen, anfangen. Da liegt ja eigentlich ein Pullover in der Küche. Gleich mal die Wäsche. Ich muss Kartoffeln schälen. Okay, ich schäle jetzt als erstes Kartoffeln und mache diese helle Soße mit Senfgeschmack sozusagen. Und ja, alles, was ich vorbereite, ist ja nur gut. Umso weniger müssen wir nachher warten. Ne? Oder? Ich habe eindeutig zu wenig Töpfe und sowas alles. Ach nee, da kann ich ja die Kartoffeln drin kochen, siehst du? Dann mache ich hier drin die Kartoffeln. So. Keiner Lust. Ich will jetzt erstmal wissen, wie es heute in der Kita war. War wieder dein Freund, warte, ich weiß noch, wie er heißt. Hannes. War Hannes heute wieder lieb zu dir? Hannes, wer ist Hannes? Ja, Hannes. Gibt's keinen Hannes? Guck mal, kannst du mal das da anbieten. Warum ist das hier leer im Kühlschrank, wenn ich fragen darf? Das ist eine sehr gute Frage. Maris, möchtest du davon eins haben? Stefan heißt der. Das ist lecker. Ich will eins. Ja. Marlene hat gerade eine E-Mail bekommen. Nein. Ja, das habe ich ihm schon erzählt mit den Stickern. Nein, Mama. Warum nicht? So, einer verabschiedet sich heute aus unserer Sammlung. Und zwar er hier. Wir haben den kleinen Smart verkauft. Ja, ich weiß, ich mache es gerade schon. Ich meine, ich weiß auch nicht, ich hänge an dem Auto. Ich bin in der letzten Zeit sehr, 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 sehr viel mit dem Smart gefahren. Ja, ist auch ein schönes Auto. Ja. Was denn? Ach so. Ich gehe auch. Ich bin in 2 Minuten wieder da. Das hat ein ganz, ganz altes Ehepaar gekauft, das Auto. Bis gleich, mein Schatz. Ich möchte das Auto haben, irgendwie, um in die Kirche zu fahren oder sowas, also voll süß. Ja, dann ist jetzt ein Auto weniger, ist jetzt nicht so schlimm. Ich glaube nicht, dass 4 Autos jetzt gleichzeitig kaputt gehen werden. Deswegen ist es jetzt nicht so wild. Das war doch falsch, was ich gemacht habe. Genau. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier... der sich hier verbindet. Genau. So, Navi an. Genau. Genau, das machen wir jetzt. Wir bringen ihm jetzt das Auto, weil er selber nicht die Möglichkeit gehabt hätte, das Auto abzuholen. Weil seine Frau anscheinend kein Auto fährt. Dann haben wir gesagt, dass wir das natürlich machen. Und das machen wir jetzt. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie oft ich das jetzt schon gesagt habe, aber... Und danach gibt's lecker essen. Ich habe so einen Hunger. Bei uns gibt es schon wieder eine spontane Planänderung. Und zwar wollte ich ja Senfeier machen und ich habe mich auch mega drauf gefreut und so weiter. Aber ich koche jetzt die Kartoffeln schnell. Ich weiß nicht, ich habe immer noch nicht den Pullover weggebracht von vorhin. Ich sau. Auf jeden Fall haben wir jetzt Plan geändert im Sinne von Marlene fährt ja morgen wieder nach Hamburg und Matthias und ich fahren heute nochmal essen. Wir fahren essen heute Abend und
manchmal halt den Kindern aus den Kartoffeln Bratkartoffeln mit Ei. Genau, es hat in den Tag schon so lecker geschmeckt und deswegen kriegen sie das jetzt nochmal. Mit Ei, habe ich gesagt. Ja, okay, habe ich ja, klar. Genau. Und dann vielleicht noch ein Würstchen dazu gebraten oder so. Ich muss mal gucken. Maris hat jetzt hier schon wieder Chaos gemacht. Ist aber nicht so schlimm. Ich werde jetzt Wäsche machen. Die schon läuft. Marleen? Ich gehe jetzt gleich duschen. Dann kann ich auch mal gucken, wie meine Haare sich verhalten, wenn sie Luft trocknen und so weiter. Marleen? Ja? Was hast du da jetzt alles drin in der Maschine? Hosen, ganz. Aber nichts von Maris, von den neuen Sachen, die da unten liegen? Nee, ich habe ganz viele Handtücher. Ja, das ist auch nicht schlecht. Okay, gut. Hier vorne wird jetzt gerade bei uns, der Vermieter ist hier am Fahren. Der macht, ob ich euch das zeigen kann. Nee, das zeige ich euch nicht. Der hat so einen kleinen Bagger hier. Und der macht unser Beet, was neben dem Fort ist. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Ich kann euch zeigen. Neben dem Fort ist ein kleines Beet und da waren Wildrosen drin. Das hat ihm nicht gefallen, wie das gewuchert ist und so weiter. Und da macht der jetzt, bin ich der Meinung, zwei größere Orifees, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ich habe keine Ahnung, was das ist für ein Bäumchen. Irgendwelche Bäumchen macht da rein. Mama, guck mal, was läuft? Wollen wir jetzt zusammen duschen gehen gleich? Ja. Hast du Lust? Nach dem Abendbrot ist es eher, weil wir haben es gleich schon, 16:30 Uhr. Ich muss auf die Kartoffeln noch ein bisschen aufpassen und hier aufräumen. Ich dachte, ich mache jetzt hier noch den Tisch und so. Wir gehen gleich zusammen duschen. Okay, machen wir das so. Ich denke nicht, dass die Kinder noch was gefilmt haben werden. Aber ich muss hier auch langsam, echt mal langsam fertig werden. Ne? Es nervt mich, dass wir hier noch nicht fertig sind. Überall. Wo ist da eigentlich noch der Schrank? Ja, da. Ich wünsche euch allen eine schöne gute Nacht. Ein Schlaf-T-Shirt wäre geil. So ein großes irgendwie. Das da. Stopp. Komm, Charlie, wir gehen schlafen. Hier stehen echt noch Kartons rum, viele, ne? Bald. Bald im Sinne von, bald habe ich Zeit, mich um so eine Sachen zu kümmern. Ich verabschiede mich jetzt hier einfach. Das war's ja von uns für euch. Bis morgen um 18 Uhr. Ich wünsche euch allen eine schöne gute Nacht. Und bis morgen.